Und da sind wir bei der siebten Etappe. Ja, um ein bisschen schneller voranzukommen, will ich ein bisschen mehr herumschneiden. Favorit könnte Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe, Thomas Pitcock, Primož Roglič, Maximilian Schachmann, Michael Woods, Tadej Pogačar, Benoît Cosnefroid und Peter Sagan. Wir sehen uns gleich im Rennen. Und da geht's schon los und wir schicken wieder Manuel Buchmann mit einer plus 4 Tagesform in die Ausreißergruppe. Mal schauen, ob er wieder ein paar Bergpünktchen sammeln kann. Kellermann minus 2, das ist schlecht. Wir können auch mal Sagan wenn Patrick Gamper beschützt Sagan. Und Schelling, mach mal Schachmann. Ja, ja doch. Schelling beschützt Schachmann. Buchmann kommt erstmal gut weg. Ja, also eine sehr unaufgeregte Anfangsphase, wie es scheint. Jetzt sind hier noch Pfalz und Bowles. Bowl. Wir sehen uns gleich bei der Bergwertung wieder. Also eine sehr uninteressante Anfangsphase, nicht so wie beim letzten Mal, wo ja die ersten 10 Minuten ja schon Anfangsphase waren. Bis gleich. Und da sind wir wieder, noch 2,4 Kilometer. Bol ist endschnell. Und falls auch eigentlich nicht so stark wie Buchmann, aber schon stärker am Berg. Wir gehen jetzt schon mal in die Attacke, dass da Bol ein bisschen in Zugzwang kommt. Jetzt kommt Falz darüber. Du kommst hier nicht vorbei, Junge. Heute nicht, mein Freund, heute nicht. Heute holen wir uns die 3 Punkte. Und hier also sieht alles gut aus. Ja, Sagan ist gut platziert, auch Schachmann noch und Kellermann auch noch. Ja, also spannend wird es natürlich hier. Kopfsteinpflaster mit 99 drüber ballern und hoffen, dass man vorne bleibt. Falz und Bol wirken schon sehr schwach. Also wenn Ausreißergruppe durchkommt, habe ich, denke ich, da auch schon gute Chancen. Aber bis jetzt 4 Minuten, vielleicht. Kopfsteinpflaster 67 bei Bol und 56 bei Falz. Plus die Tagesform 72 bei Buchmann, also das ist Buchmann auch schon der Beste. Wir sehen uns gleich bei der anderen Bergwertung wieder. So, jetzt ist mal in Amstrup drin. Ich warte natürlich mal wieder auf die letzten paar Kilometer, weil macht wenig Sinn, jetzt hier anzugreifen. Allerdings kann man das Tempo schon ein bisschen erhöhen, weil unser Ziel ist es ja, Bergpunkte zu sammeln und so Bol und Falz, weil so abbremsen ist schon hart asozial. Jetzt wollen wir ja auch irgendwie fair machen, ne? Aber dieser Anstieg ist dann noch mal ein bisschen schwieriger. Wir greifen jetzt mal an. Beide folgen sofort natürlich. Ja, das macht jetzt wenig Sinn. Jetzt kann ich mich da nicht lösen. Da warten wir noch. Und zwar jetzt. Bol ist weg. Kann der Falz kommen? Falls der. Nee, vorher geht Falz ebenfalls die Puste aus. Kommt der nochmal? Oder ja, nee. Die 3 Pünktchen holen wir uns. Wunderbar. Jetzt 45 Punkte für Buchmann, 18 für die 12 für Sweeney. Die beiden sind keine Gefahr mehr erstmal, aber wenn es ein Hochgebirge ist, dann muss man da auch irgendwie da sein. Also es ist auch schon gut, dass wir schon mit Buchmann Rückstand haben. Also ist schon, denke ich, im Moment eine realistische Zielbergwertung. Wenn es allerdings 5 Minuten Vorsprung hat, dann natürlich Gesamtwertung, das ist klar. Also 5 Minuten auf Etappe, das sind dann 2 Minuten in der Gesamtwertung. Mal schauen, wie es am Ende ausläuft. Wir machen natürlich hier kein Tempo. Ineos übernimmt gerade das Tempo und Alpecin Phoenix. Alpecin Phoenix sehr aktiv, sehr aktiv. Super. Und wir sehen uns gleich wieder.
Wahrscheinlich bei dem Anstieg mit dem Kopfsteinpflaster oder wenn irgendeine Scheiße passiert, zum Beispiel wenn ein Kellermann stürzt. Oder Sagan oder sonst wer. Ja, und Buchmann, nix mit Etappensieg, sieht so aus, als würde er wieder eingeholt werden und wir machen mal einen kleinen Sprint zu. Sagan folgt Kellermann, Kellermann folgt Schachmann, Schachmann folgt Schelling, Schelling folgt Bodnar, Bodnar folgt Gamper, Großschartner versuchen wir nach vorne zu kommen, Buchmann ist so gut wie gestellt. Da denke ich, müssen wir uns nichts vormachen. So, Gamper bringt jetzt mal unseren kleinen Zug hier nach vorne. Und dann, Evenepoel greift an, sehr aktiv, sehr aktiv. Da geht aber Gamper hinterher. Los, Buchmann, gib alles. Bleib so lange wie möglich einfach mal vorne. Evenepoel. Naja, mal schauen, ob er dann auch die Kräfte hat, mitzuhalten im Finale. Buchmann kann sich einfach mal an Sagan hängen. Großschartner ist weg. So, ihr könnt jetzt auch mal hier ein paar Energiegel nehmen. So, und jetzt alle zusammen. Gleichzeitig auf 90 gehen. Mal schauen. Eigentlich voll dumm irgendwie, ne? Eigentlich voll dumm. Eigentlich voll dumm. Aber hat da auch nicht so viel gebracht. Roglic, alle noch da. Ne? Kellermann, hat Kellermann halbwegs gut überstanden, ja. Okay, Sagan. Vollkommen ausgepowert. Folgt mal Schelling. Folgt mal Schelling. Du machst mal ganz klippo. So. So. Bodnar. Ja, gut. Gamper, na gut. Buchmann. Großschartner. Na gut. Hat jetzt das Feld nicht auch nicht. Oh. Jetzt müssen wir aufpassen. Denn jetzt kommen die Attacken. Junior Alaphilippe. Schelling ist da, Schelling ist da. Macht hier auch gut das Tempo. Also das hat er gut gemacht. Der junge Niederländer. Ja, da ist Benoit. Saga muss jetzt natürlich auch irgendwie regenerieren. Schelling folgt mal Benoit einfach. Na, Kellermann ist auch mit dabei, wunderbar. Okay, folgt Woods. Ah. Gib alles, Schelling. Wir sind auf dem Sprint aus. Welche Sprinter sind noch da? Muschetti ist ein Sprinter. Natürlich Viviani, auch Alaphilippe und Van der Poel darf man nicht unterschätzen. Van der Poel schon gar nicht. Ballerini, auch stark im Sprint. Cimolai, also sind schon noch einige. Grünewegen auch noch mit dabei. Jakobsen, aber die werden schon etwas schwächer. Woods hat jetzt eine kleine Lücke gerissen. Aber nichts, was Schelling wieder gut machen könnte. Auch Van der Poel, also die ganzen, ich weiß nicht. Hoffentlich haben die dann im Finale nicht mehr allzu viel Kraft. Wir können uns mal das Finale auch angucken. Geht's bergab? Geht leicht bergab oder leicht bergauf? Sieht man gar nicht mehr so. Aber da ist es schon. Okay, sprinte mal los, Schachmann. Und Sagan sprinte jetzt. Los, 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 los. Los, Sagan, Sagan hat's. Doppelsieg. Doppelsieg. Tanzt, Junge, tanzt. Kellermann kommt auch mittendrin ein. Aber wird jetzt ja nicht angezeigt, aber da. Sagan, Schachmann, Van der Poel, Pidcock. Ja, wunderbar. Ja, und die restlichen Sprinter waren dann einmal zu K.O. Das haben wir wirklich gut gemacht. Also über im Finale die ganze Zeit über Kontrolle behalten. So, Peter Sagan, also jetzt haben wir es für Schachmann und Van der Poel, dann David Decker, Thomas Pidcock, Luca Metzgerz, Primož Roglič, Michael Woods, Garcia Cortina und Julian Alaphilippe.
Gesamtwertung Maximilian Schachmann durch die Boni ist jetzt auf dem Podium. Also Enya 15 Sekunden vor Alaphilippe und 20 Sekunden vor Schachmann. Kellermann bleibt weiter mit 39 Sekunden Rückstand auf Rang 9. Und auch Rudi Mollard ist jetzt auch, hat es gut geschlagen. Wertwertung mit 45 Punkten, wie gesagt, Emanuel Buchmann. Wunderbar. Also das denke ich ist schon ein realistisches Ziel, da er heute auch nochmal Zeit verloren hat. 93 Punkte, Peter Sagan. Wird schwierig, das zu halten, aber nicht unmöglich, nicht unmöglich. Jetzt habe ich das verdient, das führen wir gleich nach. Teamwertung Bora Hans Krohe vor Ineos und UAE. Also, erstmal Buchmann hat heute wieder wahrscheinlich Zeit verloren. Da haben wir es. Ja, 1 Minute 5. Also, ich denke, Bergwertung ist da schon realistisch. Macht wird im Pogacar vom Martinez und Alton Malouva. Muss eigentlich wahrscheinlich Gesamtwertung 5. 27 Sekunden. Und ja. Das zeige ich euch jetzt auch noch. Also, Favoriten für die nächste Etappe, für die 8. Etappe: Primoz Roglic, Tadej Pogacar, Maximilian Schachmann, Michael Woods, Julian Alaphilippe, Romain Bardet, Thomas Pidcock, Adam Yates, Mathieu van der Poel und Enric Mas. Wie gesagt, Kapitän ist Wilco Kelderman. Dafür werden wir ihn für ihn auch fahren. Und hoffentlich verliert er keine Zeit. Buchmann, ich weiß nicht, ob ich ihn mir Ausreißer bitten soll. Es ist natürlich auch kräftezehrend. Regenerationswert von Buchmann ist auch nicht der beste. Aber es kommt ja dann. Es ist halt zählt als Hügeletappe, also es ist halt flach, ne? Also ja, wir schauen mal. Spontan ist ja auch immer, wo ist Buchmann, wo gut, wo man auf dem Bergkrieg oder wird der immer weiter vorne stehen. Mal schauen, mal schauen. So, da sind wir wieder. Oder bin ich wieder? Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, Buchmann in die Ausreißergruppe zu stecken. Das ist einfach zu wertvoll. Ebenfalls wird Schachmann beschützt. Leider wieder eine -2er Tagesform. Und Keldermann wird beschützt. So, auch Gamper und Schelling sollen sich mal bereit machen. Wenn ich nicht sagen, beschützt jemanden, weil ich schlicht und einfach nicht denke, dass er das ist zu steil. In früheren Jahren, ja, vielleicht, aber jetzt denke ich nicht mehr. Mann, jetzt mein Spiel. Oh, mein Spielstück. Ja. So. Schelling und auch Großschartner. Das wäre im Finale bestimmt, oder denke ich, schon wichtige Helfer. Ich will keine Führungsarbeit machen, aus dem einfachen Grund, da ich keinen taktischen Vorteil dadurch sehe. Einfach, weil wenn die Dings da einfach bei hier genau Bergwertung kein Favorit holt. Es wird Bergankünfte geben, wo Favoriten als erster ankommen. Und wenn die dann nur 10 Punkte, kann das schon ein Unterschied sein. Ebenso, wenn die Etappe schon vergeben ist, werden so Leute wie Van der Poel vielleicht jetzt nicht angreifen. Bei Thunderpool in der Gesamtwertung. Wie weit ist er da entfernt? Wir schauen mal. Ich denke mal, er ist am ersten hier zu finden. Ja, 91 mit 10 Minuten und 23 Sekunden Rückstand. Naja, in der Ausreißergruppe haben wir Sobero mit 103, mit 23. Hallo. Aha, jetzt funktioniert das wieder nicht. 23:17 Rückstand. Georg Zimmermann mit 7:41 Rückstand. Hector Zayas mit 16:08 Rückstand. Und Matthew Lalanne mit 18:23 Rückstand. Und Benoît Cosnefroid mit 15:07 Rückstand. Also der beste Georg Zimmermann. 79. Ja, aber wir sehen schon, das Peloton Hauptfeld.
Wir machen gerade Tempo. Deconic Quickstep, Israel, Cycling Academy, Ineos und auch DSM haben kein Interesse. Die vor allem Deconic Quickstep mit ganzer Mannschaft hier vorne. Wenig Interesse, dass da Ausreißer durchkommen. Schelling, hol mal Tränke. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich im Finale wieder, oder wenn was passiert. Genau. Ja, scheiße, ne? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Also, Kellermann folgt Schachmann, Schachmann folgt Buchmann, Buchmann folgt Sagan, Großschartner folgt Sagan, Schelling holt Getränke. Kampfplan, wir haben noch ein bisschen Zeit, wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber Mann, jetzt gehen die Favoriten. Ah, scheiße. Ach Mann, oh Mann. Läuft nicht. Schelling jetzt weg vom Fenster. Dann Buchmann. Hol Getränke. Getränke sind wichtig, also das ist, also man merkt das schon. Schelling wird da wahrscheinlich auch nicht wieder zurückkommen. Mit Energie zumindestens. Weil er wird so viel Energie brauchen, dass. Aber Großschartner ist sonst wo. Schachmann ist hier, Kellermann ist hier. Buchmann ist noch nicht mal hinten, hat noch nicht mal die Getränke. Ah Gott. Nee. Nee, nee, nee. Das war jetzt alles Mist. Das war jetzt alles Mist. Überleg gerade, was jetzt besser ist. Großschartner wird nicht nach vorne kommen. Buchmann auch nicht. Ja, also wir müssen halt alles für Kellermann geben, dass der irgendwie durchkommt. Da muss, verliert halt Schachmann Zeit. Ist schade, aber so, ne, was willst du machen? Hier kommt Mathieu van der Poel. Michael Woods greift an. Wir gehen mit Sagan hinterher. Ach, lass das, lass das. Hohes Tempo, gleichmäßig. Dann ist es besser für Kellermann, denke ich. Woods hat jetzt aber schon ein größeres Löchlein gerissen. Okay, jetzt muss halt. Jetzt ist Großschartner da. Alle nehmt ihr euer Energiegel. Jetzt können wir wieder ein bisschen mehr Gas geben. Woods immer noch eigentlich sehr souverän vorne. Aber wird jetzt eingeholt von Großschartner. Stark von Großschartner, stark. So, jetzt Schachmann, seine letzten Energiereserven aufbrauchen. Und Kellermann, Volk Wellens. Volk Roglic, Volk Pogacar. Ja, wie wären wir für Schachmann gefahren? Volk. Ah Gott. Nein, wir verlieren Zeit. Das ist sicher. Die Frage ist nur, wie viel? Sehr viel Zeit. Eine Minute. Ah, Scheißdreck, Alter. Ah, fuck. Das ist bitter. Das ist bitter. Es hat. Ah, weil ich habe nicht aufgepasst. Ich war halt hier so machen am Schreibtisch und dann abends. Ach Mann, ach nee. Ach Mann, ach nee. Gesamtwertung nun. Gates, so. Man muss es ordentlich machen. Eine Sekunde. Selbst dort nicht mehr vorne. Naja, also. Etappe gewinnt Adam Yates, Pogacar und Romain Bardet. Roglic, Nibali, Mular, Woods, Wellens. Dann Toins und Carthy mit 23 Sekunden Rückstand, auch Simon Yates mit 23 Sekunden Rückstand, dann mit 1,8 Kellermann, Soler, Alaphilippe. Dann jetzt in der Gesamtwertung mit Adam Yates vor Tadej Pogacar und Woods, die Seite Roglic 41 Sekunden,
Mular sehr stark bis jetzt. Und Kellermann auf Platz 10 mit 157 Rückstand. Das ist schon ein Weilchen, das ist schon ein Weilchen. Sprintwertung weiter Peter Sagan vorne. Buchwertung, Bergwertung Buchmann vorne. U25 Pogacar. Und Teamwertung Ineos 1 Sekunde vor Bora-Hahn. Nächstes Mal wird es hoffentlich besser. Es sind halt diese doofen, ne? Es sind halt nicht diese klassischen, die auch, wo hier Kellermann deutlich besser ist, halt solche Berge, ne? Naja, egal, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.